Frauenspezifische Krebsarten wie Brust- oder Gebärmutterkrebs möglichst frühzeitig zu erkennen, kann helfen, die Chance auf Heilung zu erhöhen. Die Arbeitsgruppe von Martin Wietschwenter geht noch einen Schritt weiter und möchte mit Hilfe genetischer Analysemethoden schon vor einer Erkrankung ein mögliches Risiko erkennen, damit Betroffene womöglich rechtzeitig gegensteuern können bzw. Vorsorgeuntersuchungen intensivieren. Chiara Herzog bringt Proben von Patientinnen. Mit Hilfe von Abstrichen, wie sie bei Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden, kann hier festgestellt werden, ob ein höheres Krebsrisiko besteht oder bereits eine Tumorerkrankung vorliegt. Im Eutops-Institut an der Universität Innsbruck wird an und mit neuen Methoden gearbeitet, die bei Brust-, Eierstock-, Gebärmutterhals- und Gebärmutterkörperkrebs zum Einsatz kommen sollen. Also unser gesamtes globales Ziel ist primäre und sekundäre Prävention. Bei der primären Prävention handelt es sich um Verhinderung von Krankheiten, bei der sekundären Prävention handelt es sich um Früherkennung von Erkrankungen. In unserem speziellen Fall Krebserkrankungen und ganz speziell Krebserkrankungen, die nur bei Frauen auftreten können. Um sozusagen diesem Ziel näher zu kommen, brauchen wir vorab eine Methode, die es uns erlaubt, Frauen, die ein hohes Risiko an einer dieser Erkrankungen zu erkranken, identifizieren zu können. Nur diesen Frauen können wir diese primären und sekundär präventiven Maßnahmen dann auch anbieten. Die Testverfahren arbeiten mit Zellproben aus dem Gebärmutterhals, ein Abstrich reicht. Ziel ist es, das individuelle Krebsrisiko von Frauen mit Hilfe des Erbgutes, also der DNA, sichtbar und messbar zu machen. Krebs ist sehr komplex, weil es sozusagen aus zwei großen verschiedenen Komponenten sich zusammensetzt. Das Risiko wird einerseits durch die Gene, die wir von unseren Eltern geerbt haben, vermittelt. Auf der anderen Seite spielen Umweltfaktoren eine sehr große Rolle. Nicht nur Umweltfaktoren, die uns aktuell betreffen, sondern Umweltfaktoren, denen wir im Laufe unseres Lebens ausgesetzt sind. Sprich auch bereits in der Gebärmutter, während unserer Entwicklung, in der frühkindlichen Phase, in der Pubertät und dann im Erwachsenenalter. Umwelteinflüsse, Lebensstil, Alter, all das hinterlässt Spuren auf unserer DNA. Sobald sich Zellen in unserem Körper bilden oder erneuern, was sie ständig tun, nutzen sie bestimmte Informationen der DNA. Das sogenannte Epigenom sorgt dafür, dass sich die verschiedenen Zelltypen entwickeln können, also etwa Blutzellen, Gebärmutterhalszellen oder auch Immunzellen. Vereinfacht gesagt, werden bestimmte Bereiche der DNA markiert und das ergibt sozusagen den Zellbauplan. Dieses Markieren erfolgt durch DNA-Methylierung. An einer der vier DNA-Basen wird eine chemische Modifikation angebracht. DNA-Methylierung kann man sich vorstellen wie die Software eines Computers. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Computer, Sie haben den Kasten da stehen und die Software sagt, was dieser Computer dann machen soll. Also sie läuft sozusagen verschiedene Programme. Die Epigenetik kann man sich sozusagen gleich vorstellen wie das für unsere Zellen. Alle unsere Zellen haben die gleiche DNA, also egal, ob es jetzt eine Muskelzelle ist oder eine Haarzelle, ganz die gleiche DNA und die wird eigentlich vor ihrer Geburt festgelegt. Und die Epigenetik bestimmt dann sozusagen, welche Zellen welches Programm laufen. Also zum Beispiel Hautzelle läuft natürlich ein anderes Programm wie eine Haarzelle. Die nicht genetischen Faktoren können aber auf dieses Programm Einfluss nehmen und sozusagen den Alterungsprozess beschleunigen oder verringern. Oder auch ein Krebsrisiko erhöhen. Im Labor können sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Details der epigenetischen Markierungen ansehen und bestimmte DNA-Methylierungen nachweisen. Sie nennen das WIT-Test. Das steht für Women's Cancer Risk Identification Test, also Tests zur Identifizierung eines Frauenkrebsrisikos. Pro Probe können wir 850.000 Markierungen messen. Das heißt, wir haben 850.000 kleine Spots und da bindet die DNA von verschiedenen Stellen. Und wenn an diesem spezifischen Spot sozusagen dieses Signal besteht, dann kann das abgelesen werden. Das kennt man oft vielleicht auch von Mikroskopen, dass man einfach auf ein Lichtsignal schaut. Und wir analysieren das dann mit Hilfe von bioinformatischen Tools, dass wir sozusagen dieses Lichtsignal in ein digitales Signal für Methylierung oder keine Methylierung umrechnen. Die hier im Eutops-Labor im Tiroler ZAMS entwickelten Tests sollen einfacher anzuwenden sein als bisherige Verfahren und dabei auch noch zuverlässiger sein. In der Entwicklung kommt komplexe Array-Analytik zum Einsatz. Im medizinischen Bereich kann die Auswertung von Proben von Patientinnen auch mit PCR-Verfahren erfolgen. Eine Massenauswertung hunderter Proben in kurzer Zeit ist möglich.
Ein Forschungsschwerpunkt liegt derzeit auf Brustkrebs. Wir haben heuer im Frühjahr ein sehr großes und weitreichendes Paper publiziert, in dem wir zeigen, dass DNA-Methylierung im Gebärmutterhalsabstrich Hinweise darauf gibt, wer Brustkrebs bekommt und vor allem wer einen Brustkrebs bekommt, dessen Outcome schlecht ist. Also Brustkrebsfälle mit schlechtem Risiko, das ist was wir sozusagen identifizieren wollen. Zudem haben wir auch gezeigt, dass wenn wir spezifische Hormone erhöht haben, wie zum Beispiel das Progesteron, das kommt vor bei Frauen mit einer sogenannten BRCA1-Mutation, Stichwort Angelina Jolie. Bei diesen Frauen ist das Progesteron im Laufe ihres Lebens wesentlich erhöht. Und wenn wir diesen Frauen einen pharmakologischen Hemmer dieses Progesterons anbieten, dann scheint es wohl so zu sein, dass wir über diese pharmakologische Hemmung des Progesterons eine Risikoreduktion erreichen können. Als erster WIT-Test ist jener zur Gebärmutterkrebsuntersuchung für Patientinnen verfügbar. Die anderen befinden sich noch in der klinischen Testphase. Innerhalb weniger Jahre sollen dann nicht nur Tests zur Krebserkennung, sondern auch für die frühe Risikoabschätzung verfügbar sein.